Silvio Wirths Leidenschaft verteilt sich auf 4 Frauen. Der Tantra-Lehrer hat eine Hauptfrau mit gemeinsamem Kind und gleichzeitig 3 Geliebte. Er hält sein polyamores Leben der monogamen Einöde für deutlich überlegen. Sie leben ein polyamores Leben. Das heißt, Sie leben mit einer Frau zusammen, mit der Sie auch ein gemeinsames Kind haben. Und Sie haben noch 3 Geliebte. Also ich habe einfach die Freude und das Bedürfnis nach Abwechslung. Und meine Freunde und ich haben uns entschieden, wir wollen das offen leben. Und uns auch mit den negativen Gefühlen, die dabei vielleicht entstehen, konfrontieren und das als Wachstumschance nutzen. Und siehe da, es geht. Also bei uns funktioniert. Ich finde Treue auch sehr wichtig, ist ein ganz zentraler Wert. Ich würde es bloß nicht so, ich finde die Definition ein bisschen eng, das über die Sexualität zu definieren. Ja. Also für mich ist Treue eher sowas wie, ich stehe zu dir durch dick und dünn. Ich werde dich nicht verlassen, auch wenn du mich in jemand anderen verliebst. Finden Sie nicht wichtig? Was heißt nicht wichtig? Ich finde es eher ein Begriff, also ich finde es schwierig, von meiner Liebsten als Liebesbeweis einzuklagen, dass sie sich außerhalb von mir einschränkt und sich so verhält, als würde es außer mir keine anderen attraktiven Männer geben. Sie könnten ja Ihrer Freundin die Freiheit lassen und selber monogam sein. Meine Werte sind da anders. Also ich finde das, ich bin dafür, die Treue anders zu definieren und anders zu sehen. Ich finde nicht, dass Eifersucht so etwas wie ein Naturgesetz ist. Also es gibt andere Kulturen, in denen das ganz normal ist. Es gibt ja auch Kulturen, traditionelle Kulturen, in denen ein Mann mehrere Frauen hat. Also grundsätzlich ist es möglich. Und ich meine, es ist ja nicht so, dass überall in der Welt lauter glückliche monogame Paare leben, die sich nicht hintenrum betrügen. Mhm. Also deswegen, was ja hauptsächlich vielfach gemacht wird, ist vorne rum eine Art Treue zu simulieren. Sobald der Partner aus dem Haus ist, macht man das anders. Mhm. Also diese Art von Treue, worauf sich meine Freundin, meine Frau hundertprozentig verlassen kann, ist, dass ich nichts hinter ihrem Rücken tue. Mhm. Absolut nichts, was mit ihr nicht abgesprochen ist. Mhm. Wir entscheiden alles im Konsens. Das sagen Sie. Das ist auch eine Treue. Sie müssen uns erklären, wie Sie leben. Sie leben in Brandenburg, in der Nähe von Belzig, auf einem Landgut ist es, glaube ich, in einer Lebensgemeinde. Genau. Sie haben nicht jetzt Kontakt irgendwie alle untereinander oder sexuellen Kontakt? Nein, also da gibt es sicherlich viele Projektionen und voyeuristische Vorstellungen, die man da vielleicht hat. Wie wir leben, das ist dann doch schon wieder vergleichsweise banal und bürgerlich. Ja. Also wir haben eine abgetrennte Wohneinheit. Dort leben wir mit Familie. Ich lebe da mit einfach einer fantastischen und großartigen Frau, mit der ich auch jetzt seit 7 Jahren sehr glücklich bin. Und Sie haben diese Frau und Sie haben 3 Geliebte. Ja. Und Ihre Frau hat auch 3? Ja. Dann ist ja pari pari. Ja, das ist ein glücklicher Umstand. Ich denke, dass es schwierig ist, wenn es nur einer hat. Ja. Also, wenn man gar kein Ego mehr hat, ist das vielleicht möglich. Ja. Aber in so einem Fall ist es oft gut, wenn man weiß, man ist da sozusagen auch versorgt. Manchmal ist es auch schwierig. Auch ich bin nicht frei von Eifersucht. Mhm. Alle wissen da alle voneinander? Alle wissen voneinander und stimmen zu. Also es ist zum Beispiel auch klar, dass Mara halt meine Frau ist und dass ich sozusagen nicht zu haben bin. Mhm. Also wenn jetzt jemand versuchen würde, mich so ganz auf seine Seite zu ziehen. Mara ist hier, wenn man so will, ihre Hauptfrau. Ich glaube, Sie lieben den Begriff nicht, auch nicht den Begriff Nebenfrau. Sagen wir mal einfach, sie ist meine Frau. Sie ist ja gut, aber sie muss sie teilen. Ja, sie muss sie teilen mit anderen. Aber nicht in dem Sinne, dass ich das sage, ich möchte das jetzt, du hast das jetzt zu akzeptieren, sondern wir tarieren das aus, wir sprechen darüber, wir haben da Kommunikation, wir entscheiden das gemeinsam. Also gibt es da keine Konflikte? Auch von, also ich weiß nicht, es sind ja immerhin 4 Frauen und 4 Männer und wie auch immer. Das ist ja die in diesem ganzen Konsortium da. Es ist ja einfach. Ich würde mal sagen, andere Leute haben in ihrer Beziehung auch Konflikte. Ja, also, dann habe ich aber 2. Über die verschiedenen. Ja. Also das würde mir. Ja, ja. Aber dafür habe ich auch ein reiches, lebendiges Liebesnetzwerk. Ja.
anderen Frauen habe und wo es manchmal dann auf ein Kuscheldate hinausläuft oder manchmal ist es eine Ganzkörpermassage. Wir Tantriker sind bekannt, dass wir virtuose Masseure sind. Also muss man erklären, Sie sind eigentlich studierter Psychologe vom Grundstudium her, sind Yoga- und Tantra-Lehrer. Ja, und also, das heißt, Tantra diese tantrischen Komponenten spielen bei Ihrer Art zu lieben eine Rolle. Freundinnen, so wie man das vielleicht auch sonst hat, nur kommen wir uns dann eben auch, wenn es stimmt und wenn es in dem Moment sich auch so anfühlt, also da lege ich Wert drauf, dass das auch stimmige Kontakte sind, da kommen wir uns dann manchmal auch näher. Da legen Sie doch Wert drauf. Genau, ich bin jetzt kein Fan von One-Night-Stands. Das fühlt sich für mich dann so an, wie einen Tunnel zu graben, für ein einziges Mal mit dem Zug durchzufahren. Aber das meine ich nicht. Ein Tunnel zu graben. Ein starkes Bild, möchte ich fast sagen. Aber das meine ich nicht. Jetzt in der Pornografie, die ja hier so angeprangert wurde, da finde ich auch, das macht mir da keinen richtigen Spaß. Wenn man es zu sehr überhöht und spiritualisiert, dann finde ich, dann wird das schon wieder so ein bisschen entkörperlicht. Also ich schlage da so einen Mittelweg. Wahl, also zweite. Das würde ich so nicht sagen. Für mich ist jede Begegnung einzigartig. Also ich glaube, gerade in unserer Kultur ist doch die Individualität und Einzigartigkeit eines jeden Menschen, das geht doch nicht im Vergleich weg. Also ich kann doch nicht sagen, weil ich die jetzt nur einmal im Monat treffe, dann ist die für mich irgendwie zweite Wahl, sondern ich habe doch auch, die meisten Menschen haben ja auch mehrere Freunde. Und wenn sie jetzt einen seltener treffen, kann man ja auch nicht sagen, dieser Freund ist für mich nur zweite Wahl. Beleidigen, aber ich mag behaupten, Sie leben im falschen Kulturkreis. Denn es gibt ja heute absolut noch Kulturen, wo die Männer 3, 4 Frauen heiraten können oder leben können mit mehreren das Frauen. Das ist ja gar nicht das, was ich leben möchte. Also ich möchte ja nicht auf eine egoistische... Frau Leuchten, Sie in Orient. Ja. Ich mag das ja nicht auf so eine... Das liegt mir auf der Zunge. Das will ich ja gar nicht. Ich glaube, dass die traditionelle Polygamie, wo sozusagen ein Mann mehrere Frauen hat, das ist ein prämodernes Phänomen. Das, was die Polyamorie, die Gleichberechtigte, ist eher ein postmodernes Phänomen. Und es gibt viele Menschen, ich werde viel angeschrieben, ich habe ja diese Seite polyamorie.de, da gibt es viele Leute, die das lesen, die mich dann anschreiben, das ist interessant, gibt es da Foren, wie lebt ihr denn das? Ich habe da ähnliche Neigungen, ich wusste aber nicht den Namen dafür, ich wusste nicht, dass es das überhaupt gibt, dass das funktionieren kann. Also und es werden immer mehr und mehr Menschen, auch aus der Mitte der Gesellschaft und nicht aus so ungewöhnlichen Subkulturen. Okay. Mir geht es da gar nicht darum, eine neue Norm zu etablieren, sondern nur eine Art Gleichberechtigung für die Menschen, die so denken und fühlen, wie ich und ein paar andere das tun. Sie haben ein gemeinsames Kind, Sie haben beide jeweils Kinder. Eine Geschichte erzählen, weil meine frühere Partnerin lebt in demselben Haus, ein Stockwerk über mir. Wir haben gemeinsam ein Kind. Unsere Beziehung, das ist, wir lieben uns noch, aber es ist nicht gut gegangen in dem Sinne. Normalerweise wären wir auseinandergezogen und wären dann so eine alleinerziehende Familie. Dadurch, dass wir diese Klammer haben mit der Gemeinschaft und auch mit diesem gemeinsamen Lebensweg, lebt unser Sohn in unserem Haus, hat Mama und Papa. Und was die da im Bett machen und mit wem die da ihr Leben teilen, ist für ihn nicht das Entscheidende. Für ihn ist es wichtig, dass er mit Mutter und Vater zusammenlebt. Also was wir da leben, ist eigentlich auch eine Art Modell, wie es gehen kann. Weil es gibt ja leider sowieso sehr viele Trennungen und die Kinder leiden darunter. Florenz, sind Sie überzeugt? Polyamorie könnte auch eine Möglichkeit sein, dass man auseinandergehen kann, dass man neue Partner hat, dass man sich immer noch liebt und dass die Kinder dann nicht getrennt werden müssen.